Dann sind wir jetzt quasi einfach mal komplett, statt den Eingang der Wüste zu nehmen, wir mal komplett außen rum geritten. Okay. Okay, da kommt es nicht weiter. Das Pferd ist einfach so strong. Aber ich liebe es. Ja, wir beginnen aber mal da vorne, weil da auch die Quest startet. Also irgendwelche cooleren Motive nehmen können. Die sehen irgendwie ein bisschen sehr weird aus. Die Gerudo-Wüste. Das passt aber auch wieder so, weil das sah vom Stil schon so ein bisschen nach der Welt so von Tears of the Kingdom oder von Breath of the Wild aus, aber so von Open World mäßig, aber in der Aufteilung würde es auch ganz gut passen, wenn Gerudo unten ist, aber ich glaube, der Rest passt nicht. Irgendwo hier müsste es einen Zugang zum Riss geben. Müsste ich einen Zugang zum Riss öffnen können. Aber diese Wüste hier ist so riesig. Da weiß ich gar nicht, wo man anfangen soll zu suchen. Sollen wir uns einfach mal in der Umgebung des großen Risses umsehen? So, da haben wir schon wieder den nächsten Gegner. Sandpiranha. Das finde ich ja lustig. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man das imitiert. Wie viele Monster müssen wir denn noch besiegen? Ich breche gleich zusammen vor Erschöpfung. Ich auch. Aber wenn wir immer weitermachen, muss doch der Riss in der Wüste irgendwann mal kleiner werden. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir müssen den Riss verschwinden lassen und die Gerudo-Kultstätte zurückerobern. Aber wir haben jetzt einen riesen Vorteil, ne? Weil wir sind tatsächlich ja weiblich. Das heißt, wir haben kein Problem, in Gerudo-Stadt und so reinzukommen, weil da ja nur weibliche Personen rein dürfen eigentlich. Monsterstein. Das sieht ein bisschen... Oh, ein Monsterstein. Ja, Junge. Der krabbelt irgendwie, das ist komisch. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Hey, ich will da hoch. Da wollte ich hin. Hier nehme ich diesen Stein da an. Hey. Ich weiß halt nicht, ob es nur so viel Kristalle der Stärke gibt, wirklich in der Welt, wie man alles braucht, oder ob es halt mehr gibt. Ich würde mir fast vorstellen, mehr. Thank you.
So. Immer diese 20 Rubine, aber Kleinvieh macht auch Mist. So, ich glaube, wir müssen mit denen reden. Ein seltsamer Riss hat unsere Kultstätte verschluckt und sich dann überall in der Wüste ausgebreitet. Einfach unfassbar, dass unserem Heiligtum so etwas zugestoßen konnte. Wir müssen den Riss so schnell wie möglich schließen. Hä? Wo wir gerade von Rissen sprechen, man hat mir erzählt, dass der Riss in den Rodelia-Wäldern geschlossen wurde. Ich hoffe, dass der Riss hier in der Gerudo-Wüste als nächstes dran ist. Wenn du die Wüste in Richtung Westen durchquerst, erreichst du unsere Heimstätte. Unsere Heimatstadt. Dabei wirst du auch die Risse sehen, die uns plagen. Außerhalb der Wüste liegt wohl auch einiges im Argen, aber wir haben schon genug Ärger, als dass wir uns auch noch darum kümmern können. Okay, der zeigt uns das einfach nur an, ne? So, dann können wir hier... Oh, Wüsten. Erstmal überlegen, die ganzen Tasten. Gerudo-Krug. Wie es einfach in jedem Gebiet einen unterschiedlichen Krug gibt. Wir können jetzt einfach so eine Windkanone holen. Gebläse. Ah, und damit können wir auch in der Wüste wahrscheinlich diese Haufen wegmachen. Da habe ich halt echt Angst, dass das ein bisschen zu viel wird dann. Und... Das ist nur so ein Mini-Dungeon, ne? So, wir haben 3 Stück gefunden. Wir haben 2 gefunden und 2 mal 1, glaube ich. Das heißt, wir müssten wieder 7 Stück haben. Das heißt, noch 3 Stück und wir können unser Schwert upgraden. Oh. Die sind dann auch lustig. Oh, Chili. Tornado. Pelztoffel. Einfach eine Steinkartoffel, okay.
Aber ich habe halt echt die Befürchtung, dass das irgendwann zu viele Objekte sind und man da ein bisschen. Ich hätte, glaube ich, da einfach runterspringen können, ne? Wahrscheinlich. Okay, wir gehen. Was passiert eigentlich, wenn ich sowas mache? Werde ich dann hin und her geschubst, komme dann nie wieder raus? Dachte, wir wären da besser. Die sind auch mal. Halt cool, dass sie so auch so alte Gegner von früher, die man jetzt manchmal auch gar nicht mehr so hatte. In den letzten Zelda-Teilen. Also zumindest kann ich mich doch die, weiß ich nicht. Echt nervig. Die halten auch richtig viel aus gerade. Die halten alle so viel aus. Boah, endlich. Den wollte ich nämlich gerne haben. Remord. Was kostet der? Auch nur 3? Da kommen immer wieder welche raus. Okay. Das ist genau das, wo wir eben drin waren, oder? Ich wäre da fast schon wieder reingegangen. Frostkaktus. In der Wüste. Das ist ja nervig, weil man sich dann immer nicht bewegen kann so lange. Die sind nervig. Aber zum Glück. Boah, ich gehe gleich drauf. Lauf! Müssen wir sie nicht alle besiegen?
In dem Zelt dort ist eine Gerudo-Forscherin mit ziemlich seltsamen Dingen beschäftigt. Vielleicht wäre es eine schöne Ablenkung von dieser, von diesen schrecklichen Rissen, dort als Aushilfe zu arbeiten. Okay. Ich will eigentlich was kaufen. Ist das eine Quelle? Nein. Hallo? Ein Händler-Deko. Ich bin ein Händler-Deko und dies ist meine Smoothie-Shop-Viale. Uns kannst du deine eigenen Smoothie-Kreationen verwirklichen. Traumhaft, oder? Und wie? Ganz einfach. Einfacher geht's fast nicht. Du wählst einfach zwei Zutaten aus. Also los. Worauf wartest du? Wir essen mal einen Zitterapfel, Frostkaktus. Dies und jenes kräftig schütteln und dann noch eine Messerspitze von meiner Geheimzutat und badum. Apfel-Mix-Smoothie. Ja, die Deko-Händler, die gab es früher auch mal. Deswegen, es gibt auch so Gerüchte, wo dieses Spiel hier spielt. Also man weiß natürlich noch nicht so viel über das Spiel, weil es ja erst rausgekommen ist. Aber ich bin mal gespannt. Der Deko und so und auch so ein paar andere Sachen passt sehr Ocarina of Time-like, alles so. Wobei da die Wüste... könnte... Unsere Smoothie-Shops haben erst die Pforten geöffnet. Überall in Hyrule Zweigstellen zu eröffnen. Leider nimmt das sehr viel Arbeit in Anspruch. Sehr viel Zeit. Dass unser Sortiment nicht über Saftladen-Niveau hinauskommt. Dabei gibt es so viele verschiedene Zutaten auf der Welt. Das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Deshalb nur die Frage, könntest du für uns 10 Smoothie-Rezepte entwickeln? Uns ist alles recht, solange es in den Mixer passt. Danke schon mal. Ach ja, auch an anderen Orten gibt es Smoothie-Shop-Filialen, die von meinen Brüdern betrieben werden. Wir besorgen eifrig überall die lokalen Spezialitäten. Damit wird der ursprüngliche Laden in der Deko-Heimat groß rauskommen. Wenn du einen von meinen Brüdern siehst, dann sag Hallo und lass ihn am besten jede Menge Smoothies für dich mixen. Okay. Wenn ich einmal Facette, die rechte Hand der Königin, sie kennt, muss es sie ja nur an sehr obskuren Orten geben. Worum geht's denn? Oh, Verzeihung. Ich heiße Turmali und bin hier an der Oase als Wache stationiert. Darüber hinaus habe ich aber noch einen anderen wichtigen Auftrag bekommen. Du bist eine Reisende, oder? Vielleicht kannst du mir dann ja helfen. Hast du schon einmal fliegende Bodenfliesen gesehen? Laut den Nachforschungen meiner Vorgesetzten haben unsere Vorfahren so etwas als Falle eingesetzt. Allerdings habe ich jetzt schon überall gesucht und konnte weit und breit keine Spur von solchen Fliesen finden. Falls du einmal auf so eine gestoßen solltest, würdest du sie zu mir bringen? Okay. Fliegende Bodenfliesen, okay. Hihi, Luxusbett gemerkt. Wir hätten uns auch ein Bett heilen können, ich bin auch dumm. Da habe ich überhaupt nicht gedacht gerade. Hast du ein Auge auf meinen Fächer geworfen? Tja, ich könnte mich eventuell davon trennen, aber erst einmal möchte ich mit dir über etwas sprechen. Hallöchen, willkommen im Rüstmango-Labor. Hier forschen wir unermüdlich nach effizienten Pflanzenzuchtmethoden, um auf mögliche Nahrungsmittelkrisen vorbereitet zu sein. So. Konkret befassen wir uns dabei mit sogenannten Rüstmangos. Und nach zahlreichen Experimenten ist es mir endlich gelungen, Rüstmango-Samen zu züchten, die in äußerst rasantem Tempo wachsen. Die Ergebnisse dieser Forschung könnten in nicht allzu ferner Zukunft unzählige Leben retten. Da wäre bloß noch ein klitzekleines Problemchen. Diese neuartige Sorte verdorrt nämlich ebenso schnell wieder, wie sie wächst. Was dazu führt, dass ich sie gar nicht schnell genug ernten kann. Das hat wiederum zur Folge, dass ich keine weiteren Daten sammeln kann. Und ohne neue Daten gibt es bald keine Forschungsgelder mehr. Deshalb habe ich die Mango Express Ernte entworfen.
in der Hoffnung, dass mir dadurch jemand bei der Ernte unter die Arme greift. Eine leichte Erschütterung reicht schon, um die Mangos zu lösen. Zum Beispiel durch eine Pirouette oder so. Ich muss leider eine Teilnahmegebühr erheben. Aber ich habe auch eine kleine Belohnung. Ja, können wir mal probieren. Gut, 10 Rubine. Ja, gut, da gehen die guten Rubine drauf. Mindestens 40. Oh. Oh, jetzt wird's schwierig. Super. Perfekt, alle. Starke Leistung, du hast tatsächlich alle Mangos geerntet. Danke für deine große Hilfe bei der Sammlung wertvoller Forschungsdaten. Dafür darfst du einige Rüstmangos mitnehmen. So einen Ernteertrag wie du hat bisher noch niemand erzielt. Bei solchem Geschick kommt sie vielleicht auch mit den gefährlicheren Samen zurecht. Übrigens besitze ich auch Spezialsamen, bei denen eine noch größere Ernte herausspringt. Ich habe sie aus gewissen Gründen vorerst nicht eingesetzt, aber wenn du willst, mache ich für dich eine Ausnahme. Schau gern wieder vorbei, wann immer dir der Sinn danach steht. Du bist stets willkommen. Ah, okay, das war jetzt nur die einfache Variante. Okay, kostet auch nur 10. Okay, probieren wir's. Dachte schon, das ist viel zu einfach gewesen, aber... Oh, jetzt sind auch gefährliche Dornen. Ah, sag mir das doch, dass ich da noch irgendwas platzieren muss. Boah, das ist doch fies. Ja, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Ja, wow, wir hätten es perfekt schaffen können. Reife Leistung. Erstaunlich, dass du auch mit diesen Samen dermaßen viel ernten konntest. Ich habe doch gleich gewusst, dass du Potenzial hast. Als Zeichen meiner Anerkennung schenke ich dir diesen goldenen Fächer. Oh. Du hast einen goldenen Fächer. Wenn man sich damit Luft zufächelt, fühlt man sich ganz glamourös. Ja. Und Rüstmangos kriegen wir auch noch. Vielleicht würde sie sogar mit den ultimativen Samen klarkommen. Okay. Noch viel bessere Varianten. Ich vermute mal, da kriegen wir dann ein Herzteil. Ich dachte, man kann jetzt... Okay. Anscheinend noch nicht. Hier ist Gerudo Stadt, ne?
Okay. Wir können Ferdi, glaube ich, mitnehmen. Das kommt jetzt sicher etwas unerwartet, aber glaubst du an die Existenz von Tornadogeistern? Ich bin nämlich neulich in der Wüste in einem Sandsturm geraten und da wurde ich plötzlich von einem Tornado gejagt. Ich hatte zwar jede Menge Sand in den Augen wegen des Sturms, aber ich konnte schwören, dass ich ein Gesicht im Tornado erspäht habe. Das muss ein Geist gewesen sein, was sonst? Dabei habe ich doch gar nichts getan, womit ich den Geroll eines Geistes auf mich ziehen konnte. War dieses Gesicht wirklich da? Oder haben meine Augen mir bloß einen Streich gespielt? Wenn ich es doch noch mal sehen könnte. Okay. Einfach das hier. Tja, Tornado-Geist. Moment mal, was? Das ist ein Tornado? Also handelt es sich gar nicht um einen Geist, sondern bloß um ein Monster? So aus der Nähe betrachtet, muss ich gestehen, dass er nicht einmal aussieht wie ein Geist. Und verfolgt hat er mich nur, weil er mich wegblasen wollte? Da habe ich mich ja in was reingesteigert. Aber dank dir kann ich jetzt erleichtert aufatmen. Dafür möchte ich mich mit einer Kleinigkeit bedanken. Milch. Milch. Ja. Andererseits kann man sich ja auch nicht aussuchen, wovor man Angst hat. Nö. Gen, heute ist ja wieder richtig kuschelig warmes Wetter. An Tagen wie diesen würde ich am liebsten ewig schlafen. Ja. Ich bin tatsächlich nicht so der Typ, der so Ewigkeiten schläft. Also außer wenn ich krank bin. Aber sonst, ich finde das immer irgendwie so. Weiß ich nicht. Gerudo-Sandalen. Fortbewegung. Boah, die kosten aber extrem viel, aber die brauchen wir bestimmt. Eine Hylianerin, die sich bis hierher durch die Wüste schlägt, sieht man auch nicht alle Tage. Du musst ja ordentlich was drauf haben. Dann bist du womöglich genau die Richtige, um mit mir bei meinem Problem zu helfen. Also vielleicht sind sie dir ja schon aufgefallen, aber in der Gerudo-Wüste rollen öfters so Kugeln aus getrocknetem Gestrüpp umher. Aber kaum entdeckt man einen, rollen sie auch schon wieder weg. Außerdem gehen sie sofort kaputt, wenn man sie berührt. Die Tatsache, dass ich bisher keinen dieser Kugeln in die Finger kriegen konnte, macht mich allmählich etwas verrückt. Ich will doch nur einmal so eine Gestrüppkugeln nach Herzenslust inspizieren können. Bring mir eine intakte Gestrüppkugel. Gibt ja sogar eine Belohnung. Aber die können wir ja mit dem anderen da, ne? Hin und her schleppen. Gehe ich mal von aus, dass wir das schon machen müssen. Das Feuer geht wieder aus, wenn wir rausgehen. Oh, hier sind so viele Aufgaben. Sei gegrüßt. Vor dir steht eine tapfere Gerudo-Soldatin. Ich bin derzeit zwar nicht im Dienst, aber mein Training vernachlässige ich trotzdem nicht. Vor allem, wenn es um flinke und graziöse Bewegungen geht, macht mir keiner so leicht etwas vor. Hier, sieh zu und staune. Ha, ja, ja. Was ist, wieso guckst du mich so skeptisch an? Man könnte fast meinen, du fandest meine Darbietung gar nicht so beeindruckend. Wenn das so ist, dann fordere ich dich hiermit zu einer Runde Fangen auf. Wenn du es schaffst, mich zu schnappen, schenke ich dir etwas Tolles. Okay. Jetzt spielen wir auch noch Fangen.